Hi, was geht ab, meine geliebte 8-Oxygen-Fam? Ich heiße euch herzlich willkommen zur Beziehungsserie Teil 1. Es gibt 7 Teile, jeden Tag ein Teil auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über die Red Flags in der Kennenlernphase. Ich plädiere dafür, dass wenn du jemanden neu kennenlernst, ob du ein Mann bist oder eine Frau, dass du dir die Zeit nimmst, die Zeit deines Lebens, den Menschen richtig gut und ausgiebig kennenzulernen. Lass dir alle Zeit der Welt, lass dich von niemandem hetzen. Alles, was zu schnell geht, ist nicht gut und es gibt gewisse Red Flags, auf die du achten solltest. Und mehr dazu nach dem Intro. In einer Kennenlernphase die Brille rosa-rot ist. Ne? Man lernt sich kennen, man spricht mit der Person, man geht hoffentlich ins Restaurant, man geht essen. Es gibt natürlich auch verschiedene Portale, auf denen man sich kennenlernen kann. Und das ist auch richtig so. Vor allen Dingen jetzt in Zeiten des Covids ist das Kennenlernen natürlich schwieriger geworden. Vorher sind wir auf Events gegangen, Partys, wie auch immer. Vor 2-3 Jahren war das ganze Leben anders. Aber jetzt ist natürlich Social Media auch nochmal ein Bestandteil fürs Kennenlernen. Das heißt, es gibt ganz oft, wenn ich meine Fragerunden auf Instagram 8oxygen mache, die Frage, Jenny, sag mal, was hältst du vom Online-Dating? Und wenn du noch ein Video zum Thema Online-Dating haben willst, weil ich mich auch damit befassen musste im Leben, kann ich dir gerne einiges dazu sagen. Ich glaube, es ist nicht verwerflich. Wir müssen allerdings in Betracht ziehen, dass fast jeder Mensch online lügt. Und das ist etwas, was man im Hinterkopf bewahren muss. Das muss man wissen, denn jeder präsentiert sich natürlich wie auf Social Media von der besten Seite. Wir sprechen jetzt über die Red Flags. Es gibt zum Beispiel dieses Ding, man lernt sich kennen, man trifft sich das allererste Mal. Und wie soll man sich verhalten? Natürlich fragen mich auch ganz viele, Jenny, wie soll ich mich verhalten? Wie soll ich sprechen? Um welches Thema handelt es sich beim ersten Date? Was bequatschen wir am allerbesten? Und das Allerbeste, was du machen kannst, ist, halte die Konversation vor allen Dingen als Frau sehr easy, sehr simpel gestrickt. Geh nicht zu sehr in die Tiefe, mach die Sachen nicht zu kompliziert, sondern so, ich denke mal, eine leichte Feder. Also lasse deine Konversation, deine Unterhaltung sprießen und fließen wie eine leichte Feder. Ja, die Unterhaltung soll nicht zu schwerfällig sein. Die tiefgründigen Themen kommen später. Jetzt erstmal geht es um das stumpfe Kennenlernen und darum, dass wir jetzt erstmal dafür sorgen müssen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben, okay? Mit wem hast du es hier eigentlich zu tun? Und vor allen Dingen ist es auch wichtig zu erfahren, mit welcher Substanz du es zu tun hast, ja? Geht der Mensch eher so in die positive Richtung oder eher so in die negative Richtung? Denn du hast jetzt einen komplett neuen Menschen vor dir und das ist zu beachten. Und gehen wir jetzt über in die Red Flags, okay? Worauf zu achten ist, wo man jetzt sagen kann, okay, das könnte ein Indikator dafür sein, dass es vielleicht nicht jemand ist für die Zukunft. Das ist alles wichtig, vor allen Dingen in der Anfangsphase zu sehen und auch zu durchleuchten. Wie kompatibel sind wir miteinander? Macht es überhaupt Sinn, sich ein zweites Mal zu treffen? Denn vielleicht entscheidet sich schon beim ersten Treffen alles. Und deswegen möchte ich, dass du auf gewisse Dinge achtest. Ignoriere nicht die Zeichen. Also wenn dir das Gesicht gefällt, dann sag jetzt nicht, okay, mir gefällt das Gesicht und deswegen ist es mir egal, was dieser Mensch erzählt. Zum Beispiel mache ich es so, wenn ich date, dann setze ich mich dahin und das ist ein bisschen wie ein Vorstellungsgespräch. Vielleicht ist es für den einen oder anderen so überheblich, wirkt es überheblich oder übertrieben, so Jenny setzt sich da jetzt hin und macht daraus ein Vorstellungsgespräch. Ich habe das für mich irgendwann entschieden. Ich habe gesagt, ich habe keine Zeit zu verschwenden. Es gibt gewisse Sachen, die kann ich so direkt abfrühstücken, die will ich einfach nicht. Und es gibt Sachen, da bin ich ein bisschen toleranter der Sache gegenüber. Und dann setze ich mich hin und dann befasse ich mich natürlich mit dem Gedanken, was hat dieser Mensch, was gefällt mir an diesem Menschen?
Und ich habe wirklich in meinem Kopf eine Liste. Ich sage nicht, dass du eine haben musst, aber nach meiner Erfahrung gibt es Dinge, die ich mag, die ich würdige, und es gibt Dinge, mit denen will ich einfach nicht dealen. So. Und dann frage ich zum Beispiel so, was machst du denn so? Was machst du denn gerne? Und dann erzählen Männer gerne von ihrem Beruf und dann führt man eine Konversation, einen kleinen Smalltalk. Und was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten? Was machst du, um dich zu entspannen? Hast du zum Beispiel, was mir sehr wichtig ist, hast du ein Belief System? Glaubst du an irgendwas? Und dann gehen wir so langsam über so in das Berufliche, in die Thematiken des Lebens, Eltern, so ganz leicht, ne? Auch nicht zu deep, auch nicht zu viel, weil es geht mich auch nicht alles was an, aber ich kämme so ein bisschen für mich ab, was ist das eigentlich für eine Situation? Ist der Mensch vielleicht sogar verheiratet? Ist der Mensch in einer Beziehung? Ist der Mensch getrennt? Ist der Mensch geschieden? All diese Sachen, hat der Mensch Kinder? Solche Sachen klären wir natürlich in der ersten Instanz. So, und jetzt geht's weiter. Was halt wichtig ist, ignoriere nicht die Zeichen. Ignoriere nicht die Zeichen. Das schreibe ich jetzt hier hin, damit du es dir auch merkst. Ignoriere nicht die Zeichen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du genauestens darauf achtest, dass es Dinge gibt, die er dir sagt. Männer sagen uns grundsätzlich alles. Aber wir mögen es manchmal nicht hören oder wir überhören es, ja. Aber uns wird eigentlich im Grunde genommen alles gesagt, was wir wissen müssen. Und es gibt auch keine Frage, die man nicht stellen kann. Ich stelle gewisse Fragen gerne am Anfang, auch ein bisschen frech. Aber das ist natürlich mein Style, das musst du jetzt nicht machen. In der Kennenlernphase haben wir die Talking Stage. Hier geht es um das Sprechen. Wir quatschen mit unserem Partner. Wir quatschen viel mit unserem Partner. Und es geht eigentlich auch nur darum, um zu quatschen. Ja, alles Körperliche, Emotionale, all diese Dinge, die kommen später. Erstmal handelt es sich darum zu reden, sich zu unterhalten, Konversation zu führen, um zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ganz, ganz wichtig, das nennt sich die Talking Stage. In meinem Leben zum Beispiel ist es so, dass die Männer, die ich kennenlerne, mich immer ganz schnell vom Markt nehmen wollen. Die wollen immer ganz schnell, die sind dann ganz begeistert und die wollen immer ganz schnell Nägel mit Köpfen machen. Das heißt, ich versuche die Sache immer abzubremsen. Ja, ich versuche die Sache immer so abzubremsen und zu sagen, hey, lass uns die Zeit nehmen, alles mit der Zeit, alles mit seiner Zeit, alles in Gottes Zeit. Zeit ist ein großer Faktor, wir wollen auch keine Zeit verschwenden. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt keine Zeit geben für gewisse Schritte, ja? Und wir müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Also das ist jetzt auch etwas. Ganz oft passiert es, dass wenn Männer sich in einer Situation, in einer wohligen Situation sehen, dass sie anfangen, über ihre Ex-Freunde zu reden, über ihre Ex-Frauen, über ihre Ex-Freundinnen. Da wird erstmal ordentlich abgelästert. Das machen Frauen auch. Eine sehr große Red Flag, weil ich bin nicht dein Therapeut. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für diese Thematik. Warum musst du mir das jetzt erzählen? Es klingt sehr needy. Es klingt so, als wenn du noch nicht abgeschlossen hast mit deiner eigenen Vergangenheit und dass du wirklich noch Zeit brauchst und gar nicht ready bist für eine neue Beziehung. Weil scheinbar gibt es noch Dinge, die du aufarbeiten musst, Dinge, mit denen du irgendwie klarkommen musst. Und diese Menschen sind auch gar nicht gewillt, das habe ich auch festgestellt, auf deine Belange zu hören, auf das einzugehen, was sich in deiner Gefühlswelt befindet, das, was sich in deiner Gefühlswelt tut. Ja, es geht immer nur um deren Gefühlswelt und vor allen Dingen sind sie da noch ganz stark drin in der Emotionalität, die sie ihrem Partner gegenüber haben. Deswegen ist dies eine absolute Red Flag, die du sehen solltest und ein absolutes Alarmsignal. Finde ich, hat auch so ein bisschen was von fehlender Loyalität, weil man kann sich auch denken, A, bin ich nicht dein Therapeut, zweitens hast du irgendwie wahrscheinlich noch eine emotionale Bindung oder liebst deine Frau noch, kann nämlich sein. Und drittens, machst du das mit mir, wenn irgendwie was nicht stimmt? Gehst du dann auch zu irgendjemand anderem und erzählst unsere Geschichte? Das kommt überhaupt nicht gut rüber, das ist eine absolute Red Flag. Und ja, da würde ich mir echt überlegen, ob du wirklich etwas mit jemandem zu tun hast, der ready ist für dich oder ob da noch Baustellen sind, die einfach zu Ende gebracht werden müssen. Also davon würde ich mich schon mal ganz schnell entfernen. Du musst halt immer wissen, du bist nicht sein Therapeut und die Aufarbeitung muss er selber machen. Die Aufarbeitung liegt nicht in dir. Du kannst diese Aufarbeitung nicht machen, weil du bist einfach nicht der professionelle Therapeut. Das muss der Mensch selber absolvieren und du kannst höchstens daran erinnern, aber damit ist es auch schon gelaufen. Inconsistency, wenn die Dinge nicht vorangehen, wenn die Dinge nicht so laufen, dass du eine stetige Steigerung siehst oder zumindest auch
ein Dranbleiben siehst oder erkennst, ist diese Sache zum Scheitern verurteilt, denn es ist stagnierend. Es bleibt stehen, es geht nicht voran. Die Zeit dreht sich weiter, aber die Sache stagniert. Die Sache findet kein Vorwärtsgehen. Vorwärtsgehen ist wichtig, weil wir wollen natürlich wachsen. Wir wollen auch in unseren Beziehungen wachsen. Wir wollen auch von Step A nach Step B kommen. Und wenn da eine Stagnation stattfindet, wo du zum Beispiel den Partner nicht erreichst, er geht nicht ans Telefon, er schreibt dir nicht zurück, er hat all diese Dinge, diese Ausflüchte, Ausreden, ist nicht da, hat keine Zeit, was willst du mit dem Menschen? Du wirst diesen Menschen niemals ihr werdet niemals zu einer Instanz werden können, weil dieser Mensch einfach nicht available ist. Vielleicht ist dieser Mensch auch nicht emotional verfügbar, aber körperlich ist dieser Mensch nicht verfügbar. Deswegen heißt das eine absolute Red Flag. Ich bekomme auch so viele Nachrichten von Mädels, er schreibt nicht zurück, er meldet sich nicht, er meldet sich erst 3 Tage später, 4 Tage später, 5 Tage später. Ich bitte dich, was ist das? Warum? Warum meldet er sich 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage später? Das geht überhaupt gar nicht klar. Kommunikation ist ein absoluter Schlüssel in einer Beziehung. Es geht hier um die Kommunikation. Es geht darum, dass man versteht, dass Kommunikation das A und O ist. Ja? Nur müssen wir auch verstehen, nicht nur ist die Kommunikation zwischen Mann und Frau das A und O, Senden und Empfangen ist auch zwischen Mann und Frau oftmals ein sehr großes Problem. Das heißt, wer sendet, ist meistens derjenige, der sozusagen eine Message hat. Frage ist, wird deine Message gehört? Wird das verstanden, was du sagst? Wenn ihr in diesem Gespräch seid, in dieser Instanz des Kennenlernens und du eine Message hast für diesen Partner, versteht er dich überhaupt? Ist er überhaupt empfänglich für das, was du sagst? Ist die Empfänglichkeit zu Beginn nicht gegeben, wird diese Empfänglichkeit sich niemals entwickeln können. Denn die Basis ist nicht gegeben, in der Erstinstanz sich zu verstehen. In dieser Erstinstanz zu wissen, ist das eine kompatible Sache. Das heißt, wenn ihr zusammenkommt, dann wandelt ihr in einem Missverständnis oder in einer Unverständlichkeit und sich verstehen und vokal sein, um das, was man meint, auch sagen zu können, so dass es auch so ankommt, ist sehr, sehr wichtig. Vertraut mir, es ist einer der wichtigsten Indikatoren, eines der wichtigsten Red Flags in einer Kennenlernphase. Wenn dies nicht gegeben ist, scheitern Beziehungen meistens danach, weil sie sich gar nicht verstehen. Die können sich gar nicht verständigen. Verstehen? Kommunikation ist die eine Sache, aber das sich verständigen ist die andere Sache, ja? Natürlich gibt es dann diese Klassiker, man geht etwas essen. Und? In Deutschland zückt die Frau ihr Portemonnaie und zahlt da nicht. Aber das ist natürlich auch, also wird man zum Essen eingeladen, ist natürlich davon auszugehen, dass der Gentleman auch weiß, dass das eine Einladung ist und nicht eine Einladung dazu, dass man ihn einlädt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da würde ich auch mal gucken, ob da alles gerade ist und ob dieser Mensch überhaupt verstanden hat, was hier los ist. Und das ist natürlich auch Geschmackssache. Wenn du da keinen Wert drauf legst, dann darfst du es aber auch in der Zukunft nicht erwarten, wenn du wieder eingeladen wirst. Und ich würde auch sagen, wenn du selber nicht ready bist, in irgendeiner Form einzuspringen in der Zukunft, was Dating anbelangt, vielleicht vergisst er seine Kreditkarte, vergisst er sein Geld, dann solltest du überhaupt nicht daten. Weil vielleicht musst du ja mal einspringen und er sagt, er gibt dir das wieder, aber du hast es gar nicht. Da muss man sich halt auch fragen, ist man überhaupt auch ready zu daten, weil du musst ja auch deine gewisse eigene Welt aufgebaut haben. Und das ist dahingehend dann auch eine Red Flag an dich. Ja? Du musst selber, ne, sagen wir, es kommt nicht dazu, dass du in dieser Erstinstanz diesen Gentleman vor dir hast und du vielleicht einschreiten musst, aber gar nicht einschreiten könntest, weil du es einfach nicht hast, dann bist du noch nicht ready zu daten. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der Lifestyle-Flexer. Dieser Typ, der dir zeigt, dass er das hat. Bam, 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 bam. Eine Messlatte an materiellen Dingen, die einfach irrelevant sind. Ich finde, das ist eine Red Flag. Nicht für jeden, aber ich persönlich finde, dass es eine Red Flag ist, weil was kompensierst du da gerade? Zeigst du mir deine Bücher oder zeigst du mir deine Autos? Das eine ist schön und gut, aber im Grunde genommen brauchst du nur ein Auto. Was zeigst du mir da gerade? Was willst du mir damit sagen? Was ist deine Message? Was ist dir überhaupt wichtig? Also da haben wir auf jeden Fall eine sehr große Grundlage. Wir müssen sprechen, weil ich will wissen, was dir wichtig ist im Leben. Ist dir das so wichtig? Was kompensierst du damit, ja? Und das könnte auch eine Red Flag sein, absolut, weil
Manchmal sind einige Dinge einfach zu übertrieben. Ich würde auch nicht zu viel preisgeben. Wenn du jetzt gefragt wirst, was wünschst du dir in einem Mann? Ich würde nicht zu viel preisgeben, weil warum gibst du ihm eine Vorlage? Er soll der sein, der er ist. Unsere Mission ist es nicht, den Mann zu verändern. Unsere Mission ist es, einen Mann zu treffen, der ready ist. Gebt nicht zu viele Vorlagen, weil wir wollen den Mann nicht verändern. Wir wollen einen Ready-Mann haben, der sich von seiner besten Seite zeigt, aber auch manchmal so einen Wink von seiner schlechtesten Seite uns zeigen könnte, damit wir überhaupt wissen, womit wir es zu tun haben. Männer, die manchmal zu viel am Anfang machen, das könnte auch eine Red Flag sein, weil das kann auch zeugen von Käuflichkeit. Vielleicht versucht der Mann gerade, dich zu kaufen. Ja, tatsächlich. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass es immer drauf ankommt, was passiert hier gerade, warum macht er so viel, warum macht er alles, warum macht er zu viel des Guten, was ist seine Mission, was ist sein Plan, was steckt dahinter, hinterfrage immer, was steckt dahinter, macht das jetzt einfach nur so, ist er genuine, so, oder will er dich kaufen, will er dich einkaufen, ja, das ist ein Fakt, achte da bitte drauf und sei auf der Hut, dass es Menschen gibt, die nur Geld geben können, der Teufel kann auch nur Geld geben. Aber was ist mit der Zuneigung? Was ist mit dem Ohr? Was ist mit dem Verständnis? Was ist mit dem Miteinander? Das kann Geld nicht geben. Dann gibt es den, der sagt, ja, was hast du denn da an? Der hat dich am Strand kennengelernt, auf einer Strandparty und sagt, was hast du denn da an? Das ist viel zu kurz, das ist viel zu knapp, das ist viel zu dies, das ist viel zu das. Ich will, dass du so bist, ich will, dass du so bist, ich will, dass du damit aufhörst. Das sind die, die dich verändern wollen. Die kommen nur in dein Leben, um dich zu verändern. Das sind genau die im Umkehrschluss, die dich verändern wollen, obwohl du sie gar nicht verändern willst. Ganz oberstes Vorsichtsgebot. Du musst sehr, sehr aufpassen, denn er ist nur dazu da, um dich verändern zu wollen und für nichts weiter. Er wird dich nerven, er wird dich stressen. Du kannst nicht du selbst sein, weil du dich verändern musst. Denk dran, du bist nicht hier, um dich zu verändern. Du bist hier, um zu leben und geliebt zu werden. Hast du noch weitere Red Flags, die du in die Kommentare schreiben kannst? Ich danke dir herzlichst fürs Zuschauen. Und wenn du noch weitere Red Flags hast, teile sie mir mit. Ich würde gerne davon lesen, denn ich glaube, alle hier würden gerne wissen, was deine weiteren Red Flags sind. Morgen kommt ein erneutes Video. Mach dich ready. Es wird Spaß bringen. Welcome zu meiner Beziehungsserie. Und wenn du das Level Up Coaching noch nicht gemacht hast, dann solltest du jetzt in die Free Tour gehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem heutigen Tag. Mache das Beste aus diesem Tag. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische mit einem neuen Thema. Bleib gespannt.